Willkommen zur neunten Folge meiner Videoserie zum Wirecard-Untersuchungsausschuss im Bundestag. Heute soll es gehen um Professor Ernst, den Vorsitzenden der Deutschen Prüfstelle Rechnungslegung. Ein furchtbares Wort, aber eine sehr spannende Angelegenheit. Es soll gehen um die Staatsanwältin, die unter anderem Herrn Marszalek aus Deutschland herausspazieren ließ. Und es soll auch gehen um die Rolle der BaFin beim sogenannten Leerverkaufsverbot. Und es wird auch darum gehen, um die Rolle der Steuerfahndung. Bevor ich aber dazu komme, Nachrichten, die mich wirklich sehr wütend gemacht haben und ein Beleg dafür sind, warum wir auch im Bundestag Sitzungen des Untersuchungsausschusses live übertragen sollten. Denn wir haben letzte Woche wirklich hart geackert, von 10 Uhr morgens bis 4 Uhr morgens des Folgetages. Und dann, nach 3 Stunden Schlaf bei mir, haben wir um 9 Uhr weitergemacht bis in den Abend hinein, um 20 Uhr. Und 3 Stunden der wirklich sehr, sehr wichtigen Vernehmung der Staatsanwältin sind nicht aufgezeichnet worden auf Tonband, was wichtig ist für die Protokollierung, denn es sind nicht mehr genug Leute verfügbar, auch im Bundestag, die zum Beispiel stenografisch Protokoll führen können. Ein echtes Problem. Und jetzt sind 3 Stunden weg. Das wird auf jeden Fall nochmal dazu führen, dass ich doch sehr deutlich auch werden werde. Denn ich denke, das ist ein unhaltbarer Zustand. Es geht hier um den Untersuchungsausschuss eines Verfassungsorgans. Und das zeigt, wie schief dann doch auch die Dinge im Bundestag gehen können. Aber erst einmal Strich hier runter. Ich beginne mit der Rolle der Deutschen Prüfstelle Rechnungslegung. Die DPR ist eine privatrechtliche Institution, die die Rechnungslegung von Unternehmen überprüft. Es gibt ein zweistufiges Bilanzkontrollverfahren in Deutschland. Das heißt, die deutsche Finanzaufsicht BaFin, die die hoheitlichen Befugnisse hat, die macht das zumindest in bestimmten Fällen nicht direkt, sondern auch bei Wirecard hat sie zunächst delegiert an die sogenannte DPR. Und der Vorsitzende der DPR, Professor Ernst, der sitzt in verschiedenen Aufsichtsräten. Da gibt es offenbar ein sehr enges Verhältnis auch zu den Unternehmen, die man teilweise auch prüft. Und der Professor Ernst wurde durch den Untersuchungsausschuss, durch einen Kollegen von der Union, darauf aufmerksam gemacht, dass er kürzlich noch ein Aufsichtsratmandat beim Metro angenommen hat, was er gar nicht nach den geltenden Regeln gar nicht hätte annehmen dürfen. Also das zeigt die Zustände, die wir dort haben in der sogenannten Compliance. Interessant ist aber auch, und dazu gibt es einen Artikel der Financial Times, den wir gerne einblenden können, dass die Deutsche Prüfstelle Rechnungslegung sich bei Wirecard erkundigt hat nach Argumenten, damit sie die Betrugsvorwürfe nicht untersuchen müssen. Ich wiederhole das nochmal. Die Deutsche Prüfstelle Rechnungslegung hat sich erkundigt bei Wirecard nach Argumenten, damit sie bestimmten Betrugsvorwürfen nicht nachgehen muss. Und das zeigt schon das ganze Dilemma. Deswegen bin ich hier glasklar. Dieses zweistufige Bilanzkontrollverfahren gehört abgeschafft. Wir können auch nicht die Alkoholkontrolle in Deutschland dem ADAC überlassen. Und wir brauchen eine Institution, die Finanzaufsicht, die wie überall anders in Europa auch die Bilanzkontrolle zu einer hoheitlichen Aufgabe macht. Das heißt nicht, dass jeder Jahresabschluss durch die BaFin überprüft werden soll. Die BaFin kann das momentan auch gar nicht. Die haben nämlich nur 5 Leute mit Wirtschaftsprüferexamen. Das heißt aber, dass die BaFin in die Lage versetzt werden muss, eben solche Bilanzkontrollverfahren selber hoheitlich durchzuführen. Und genau das ist jetzt bei allen Reformen, die auch im Gespräch sind, nicht vorgesehen, sondern die DPR soll weiterhin eine Rolle haben. Ich finde, die ganze Anhörung von Herrn Ernst hat gezeigt, warum das ein schwerer Fehler ist. Zweitens haben wir uns mit der Rolle der Steuerfahndung beschäftigt. Es gab nämlich nicht nur Leute, die weggesehen haben bei Wirecard. Es gab zum Beispiel auch einen sehr bemühten Betriebsprüfer, der immer wieder gegen Wände gelaufen ist, der versucht hat, vor Ort bei Wirecard den Vorwürfen, die es in der Presse gab, nachzugehen und der eine wirklich sehr umfangreiche Dokumentation dazu gemacht hat, wahrscheinlich noch in seiner Freizeit, weil er sich wirklich in diesem Fall vertieft hat und er ist immer wieder gegen Wände gelaufen. Wir haben einen seiner Vorgesetzten gehabt, wir haben selber den Betriebsprüfer noch nicht hören können, weil er erkrankt war.
Aber das zeigt auch, wie sehr man dann doch bemüht war, auch auf den oberen Etagen ja nicht zu viel Staub aufzuwirbeln bei Wirecard. Denn sein Vorgesetzter, der ist dann im Kern zur Staatsanwaltschaft gegangen und dort hat man überlegt, wie man mit der ganzen Sache umgeht. Man wollte auch gucken, dass dort nicht bestimmte Sachen vielleicht später nicht mehr beweisrelevant verwertbar sind. Da gab es ein paar technische Fragen zu klären. Das ist auch völlig in Ordnung. Aber dieser Betriebsprüfer hat eben sehr umfangreiche Dokumentationen angelegt, die wir auch selber sehen konnten und ist trotzdem abgewimmelt worden. Und daran sehen wir, dass es häufig eben auch einem entsprechenden Jagdfieber, an dem Willen wirklich fehlt, auch gründlich nachzusehen, wenn solche Vorwürfe doch sehr gut belegt sind. Wir haben uns drittens mit der Rolle der BaFin beschäftigt und da hatten wir wirklich einen sehr, sehr wichtigen Zeugen. Er war durchaus auch eingeschüchtert durch die Kulisse der vielen Abgeordneten, ein, ich sage das jetzt mal so, braver Beamter, aber der war unglaublich wertvoll, weil er war der Erste, der nach meiner Überzeugung sich nicht nur auf Erinnerungslücken berufen hat, sondern vielleicht auch, weil er etwas eingeschüchtert war, versucht hat, doch wahrheitsgemäß nach bestem Wissen und Gewissen unsere Fragen zu beantworten. Manchmal war er sich unsicher. Es ist ihm natürlich auch schwer gefallen, irgendwelche Vorgesetzten da anzukreiden. Und dann hat er sich bei seinem Rechtsbeistand erkundigt. Aber er hat im Großen und Ganzen uns sehr wichtige Hinweise geliefert, nämlich, dass die Staatsanwaltschaft selbst angerufen hatte bei der BaFin, das wussten wir auch, aber dort diese ganze Räuberpistole von Marszalek, dass sein Wirecard erpresst werden sollte von Journalisten und so weiter und so fort. Da wurde ein Kronzeuge bemüht, das war ein britischer Drogendealer, das hätte man leicht googeln können. All diese Vorwürfe hat die Staatsanwaltschaft nicht nur ungeprüft weitergegeben an die BaFin, kann man ja noch sagen, okay, sie setzen in Kenntnis über diesen Vorwurf. Sie haben auch Informationen, die gegen diese Version, gegen diese Aussagen gesprochen haben, offenbar nicht mehr dann weitergeleitet an die BaFin. Und sie haben sehr eindringlich wohl darauf gedrungen, und das widerspricht den Aussagen der Staatsanwaltschaft, dass es auch ein Leerverkaufsverbot in der Sache geben soll. Das geht nämlich zumindest aus den Dingen hervor, die wir sehen konnten. Außer die BaFin hätte das jetzt sozusagen manipuliert aufgeschrieben, aber es gibt eben Gesprächsvermerke von diesen Telefonaten auch schon zu einem sehr frühen Zeitpunkt, die sind wohl offensichtlich nicht gefälscht und ich hielt den Beamten auch eindeutig für glaubwürdig und er hat eben gezeigt, wie die Staatsanwälte dort eben sehr klar gemacht haben, dass sie ein solches Leerverkaufsverbot für nötig halten. Und es wurden auch zwei Optionen diskutiert: Leerverkaufsverbot oder Aussetzung des Handels der Wirecard-Aktie. Und da muss sich die Staatsanwaltschaft selbst, die ja gar nicht Finanzaufsicht ist, ganz spezifisch gegen die Handelsaussetzung ausgesprochen haben, gesagt haben: Nein, wir brauchen ein Leerverkaufsverbot. Warum? Weil die Handelsaussetzung auch so hätte wahrgenommen werden können. So war wohl die Begründung der Staatsanwaltschaft, dass ja etwas an den Vorwürfen gegen Wirecard dran sein könnte. Und das zeigt, dass man in München offenbar, ich weiß nicht, beim Golfen oder sonst wo, sich etwas zu gut versteht in bestimmten Kreisen und dort alles für bare Münze genommen hat. Die Staatsanwaltschaft interessanterweise sagt, sie hätten ja gar nicht ermittelt wegen Erpressung, sondern wegen Marktmanipulation gegen den Journalisten Dan McCrum, dem ja auch im Prinzip vorgeworfen wurde, Insiderhandel zu machen. Das sei im Endeffekt dann das Moment gewesen, das sie untersucht hätten, nicht diese wilde Geschichte um einen Erpressungsversuch von Bloomberg gemeinsam mit der Financial Times. Das ist aber ganz interessant, weil die BaFin laut den Dingen, die wir sehen konnten, wohl bis heute davon ausgeht, dass sie das Leerverkaufsverbot wegen eines solchen Erpressungsversuchs erlassen hat. Das heißt, die BaFin sagt, wir haben das Leerverkaufsverbot erlassen, weil die Staatsanwaltschaft das wollte, wegen einer angeblichen Erpressung. Die Staatsanwaltschaft sagt, wir haben aber gar nicht ermittelt gegen Erpressung und wir haben das Ganze verfolgt, weil die BaFin ja ein Leerverkaufsverbot erlassen hat. Also alle zeigen gegenseitig mit dem Finger aufeinander und zumindest konnten wir dann doch feststellen, dass Aussagen, die die Staatsanwältin auch getätigt hat bei uns, nicht so belastbar sind. Und die Staatsanwältin und auch ein Staatsanwalt, der da war, die haben sich da aus meiner Sicht
sehr stark auch in Widersprüche verwickelt, wenn man sie mit Akten konfrontiert hat. Sie haben dann gesagt, wir wissen nicht, wie das in die Gesprächsvermerke kommt und wir haben sowas nie behauptet und nie gesagt. Es ist aber dort sehr spezifisch beschrieben. Und es kommt noch eine Sache hinzu. Die Staatsanwältin hat auch ausgeführt, dass man den KPMG-Bericht, diese Sonderuntersuchung von Wirecard, gelesen hätte. Und da standen ja ganz heftige Dinge drin. Und als wir sie damit konfrontiert haben, hat sie gesagt, naja, aber es sei zwar irgendwie das alles mit diesem Drittpartnergeschäft in Asien, also dort, wo im Prinzip die Gewinne angegeben wurden, die gar nicht existierten. Das sei zwar alles dubios gewesen, aber es hätte sich ja im KPMG-Bericht dann einen Hinweis darauf gefunden, dass diese Gelder doch da seien, die seien auf so einem System, sogenannte Elastic Engine, geparkt gewesen. Und das hätte ja drin gestanden, deswegen mussten sie auch erstmal davon ausgehen, dass das da ist. Sonst hätten sie nämlich schon viel früher, womöglich auch wegen Untreue gegen auch Herrn Marschalek ermitteln müssen. Das ist der Zusammenhang, weswegen das so eine relevante Frage ist. Und da hat sich die Staatsanwältin hingestellt und auf den KPMG-Bericht verwiesen. Und wenn man da reinblättert auf Seite 5, sieht man, dass dort gerade nicht davon die Rede ist, dass das Geld aus dem Drittpartnergeschäft da ist, sondern dass man sagen noch Nachuntersuchungen deswegen anstellen muss. Und vorher hat sich die Staatsanwältin gebrüstet, wie genau sie diesen Bericht studiert haben. Ich hatte ja auch schon im Untersuchungsausschuss das Vergnügen, da ehemaligen Chef der Wirtschaftsprüferaufsicht, der sogar am Tag des Erscheinens dieses KPMG-Berichts eine Ohrfeige war für Wirecard, der eine Katastrophe war für Wirecard, sogar noch Wirecard-Aktien gekauft hat. Also offenbar sind die alle nicht in der Lage, diese Dokumente ordentlich zu lesen. Und dann hat man eben Herr Marschalek auch gemütlich aus Deutschland rausspazieren lassen. Die Begründung der Staatsanwältin war immer, naja, das Strafmaß zum Beispiel, das sei nicht hoch genug gewesen und es hätte keine Dringlichkeit dargelegen. Man hätte also noch nicht wegen Untreue oder so im engeren Sinne ermitteln können. Es sei zwar klar gewesen, sie wusste das seit dem 16. Juni, also Herr Marschalek ist am 19. Juni ausgereist. Seit dem 16. Juni wusste sie, dass die 1,9 Milliarden Euro von Wirecard bei den philippinischen Banken nicht da sind. Am 18. Juni wurde ihr das offiziell übermittelt von der BaFin. Es ist dort übrigens 2 Tage liegen geblieben, unter der Woche. Aber sie wusste es bereits am 16. Juni, das hat sie eingeräumt. Und sie hatte sogar, das sieht man auch aus den Dingen, die wir sehen konnten, schon intern eine Theorie und hat gesagt, naja, entweder der Treuhänder ist mit dem Geld durchgebrannt oder der Vorstand von Wirecard ist kriminell, also inklusive Jan Marschalek, bei dem man übrigens schon vor eine Hausdurchsuchung gemacht hatte und aber nicht genug Leute hatte und dann da wieder quasi abgezogen ist. Er hat damals die Villa noch nicht untersucht, sondern nur seine Wohnung. Die Villa hat man auch erstmal sein lassen. Und da hat eben die Staatsanwältin dann eingeräumt, dass man zwar am 16. Juni Bescheid gewusst gehabt hätte und dass sie auch eher der These zugeneigt hätte, dass der Vorstand kriminell ist, aber das sei eben nicht genug gewesen. Und dann habe ich mich gefragt, warum hat sie den nicht wenigstens mal zum Gespräch einbestellt? Und dann meinte sie ja, das dauert 2-3 Tage mit der Post, bis der Brief zugestellt wird. Und er sei ja schon weg gewesen. Das konnte sie aber damals zu dem ganzen Zeitpunkt noch gar nicht wissen. Also wirklich ein großes Desaster. Und man muss hinzufügen, dass sie dann eben dass die BaFin am 18. Juni für ein viel höheres Strafmaß als das, was die Staatsanwaltschaft angelegt hatte, eine Anzeige nach § 119, glaube ich, Wertpapierhandelsgesetz gestellt hat. Und da ging es eben Marktmanipulation, Untreue und vieles andere mehr. Und dieses Strafmaß ist eben viel, viel höher gewesen. Das heißt, unter Umständen wäre auch noch eine ganz andere Handhabe für den Haftbefehl da gewesen. Natürlich muss ein dringender Tatverdacht bestehen, aber der war aus meiner Sicht allemals gegeben. Nach all den Räuberpistolen, die der Marschalek schon aufgetischt hatte, der Staatsanwaltschaft war auch die Geldwäscheverdachtsmeldung gegen ihn bekannt, wo es um viele Millionen ging. Es war klar, die 1,9 Milliarden Euro fehlen. Die
Verkündung der Bilanz wurde immer wieder verschoben von Wirecard. Alle haben darauf gewartet. Es gab eine Hausdurchsuchung bei Marszalek und man hat trotzdem ihn gemütlich ausreisen lassen und hat dann noch gewartet, ob er aus den Philippinen, wo er gar nicht war, zurückkommt, nachdem sein Anwalt gesagt hat, er ist da und sucht das Geld. Hat noch gewartet, ob es zu seinem Termin erscheint. Und als ich sie gefragt habe, ob sie nicht sich auch mal diesen Anwalt vorknöpfen wolle, denn wenn Anwälte zum Beispiel sich an Strafverhaltungen beteiligen, dann können sie zumindest aus dem Strafprozess entfernt werden. Und da hat sie gesagt, ja, ich kenne den seit 15 Jahren oder so. Das war ihr Argument. Und daran sehen wir, dass offenbar zu viele Leute sich in diesen Kreisen gerne darauf verlassen haben, dass das alles Erbacher Kaufleute sind und dass man jetzt so ein wunderbares deutsches Finanzunternehmen für das digitale Zeitalter hat. Und das zeigt, dass eben auch viel mehr über die Rolle der Staatsanwaltschaft, nicht nur der Finanzaufsicht BaFin, gesprochen werden muss. Denn im Kern hat man es Herrn Marszalek ermöglicht, entspannt auszureisen. Man hat auf ein Leerverkaufsverbot gedrängt und hat wirklich die absurdesten Geschichten, die Herr Marszalek da aufgetischt hat, völlig ungeprüft übernommen, hat sich dort auf Drogendealer und Ähnliches als Kronzeugen gestützt. Und das wirft auch ein ganz, ganz schlechtes Licht auf die Strafverfolgung hier. Auch das wurde in Teilen thematisiert, jetzt auch jüngst wieder in einem Handelsblattartikel, den wir auch noch einblenden in das Video. Soweit erstmal mein Bericht vom letzten Untersuchungsausschuss, aber es geht sportlich weiter. Wir werden jetzt eine doppelte Sitzungswoche haben. Da werden wir dann uns auch entsprechend wieder befassen, unter anderem mit dem Insolvenzverwalter von Wirecard werden wir uns austauschen. Und es nahen eben neue Zeugenbefragungen. Und ganz zum Schluss noch ein wichtiger Hinweis. Wir haben auch ein Stück Rechtsgeschichte geschrieben, weil EY, die Wirtschaftsprüfer, die immer die Jahresabschlüsse testiert haben, die haben gesagt, sie können gar nicht befragt werden. Also einerseits sind da Strafverfahren anhängig. Man muss sich nicht selber im Strafprozess belasten, das ist auch völlig in Ordnung. Aber sie haben auch so argumentiert, für diejenigen, die quasi nicht da in diesem Strafprozess belastet sind, die dürften auch nicht aussagen, weil sie bräuchten dann Entbindung, nicht nur des Insolvenzverwalters, sondern auch aller ehemaligen Vorstandsmitglieder, also auch Herrn von Marszalek von der Schweigepflicht. Und das war in der Tat eine noch ungelöste Rechtsfrage. Wir haben argumentiert, dass wir nicht glauben können, dass man die Entbindung von einem kriminellen Ex-Vorstand braucht. Und tatsächlich ist es jetzt so, dass der Bundesgerichtshof zu unseren Gunsten dort entschieden hat. Und insofern können wir die Herren dort jetzt auch vernehmen. Und auch das ist ein ganz, ganz wichtiger Erfolg des Untersuchungsausschusses, weil das tatsächlich in Deutschland eine ungelöste Rechtsfrage war, ob man eine Schweigepflichtsentbindung als Wirtschaftsprüfer von allen ehemaligen Vorstandsmitgliedern braucht. Und das hätte tatsächlich dazu geführt, wenn der Bundesgerichtshof das bejaht hätte, dass die Wirtschaftsprüfer von EY sich dann hätten bequem machen können und sagen können, wir müssen nichts sagen, solange Herr Marszalek uns nicht von der Schweigepflicht entbindet. Soweit erstmal mein Bericht. Ich hoffe, Sie und Ihr seid gesund, verfolgt weiter das Geschehen. Wir produzieren weiter Schlagzeilen mit hoher Drehzahl, weil wir natürlich diesen Skandal umfassend aufklären wollen. Und ich freue mich, wenn Sie und Ihr die Arbeit weiter verfolgt. Vielen Dank.